allem Respekt. Wie kann man sich nur so gehen lassen? Ist nicht so, als wenn wir viel tun könnten. Kommandant Carlos hat nach dir geschickt. Er erwartet dich auf dem Turm. Sofort. So, jetzt ist aber genug mit dem Selbstmitleid. Wir haben den namenlosen Helden aus Risen 2 die Flasche abgenommen, ihn aus dem Bett geworfen und seinen faulen Hintern durch die ersten Spielstunden des Rollenspiels gescheucht. Unterstützt wurden wir dabei von 5 PC Games Lesern, die im Rahmen einer Sneak Peek Risen 2 exklusiv anspielen durften. Anfang Februar tauchten die Teilnehmer für mehrere Stunden in das farbenfrohe Piratenszenario ein, kämpften gegen Seeungeheuer, erforschten dichte Dschungel, plauderten mit Entwicklern sowie Redakteuren und hatten jede Menge Spaß. Mehr dazu lesen Sie im Heft. Und wer ist der Kerl? Du hast dir doch keinen Waschlappen ausgesucht. Ich dachte, schon zu Beginn von Risen 2 haben sie ein festes Ziel vor Augen. Sie sollen die bösen Titanen besiegen und suchen dafür nach einem magischen Speer. Mund halten! Dabei begleiten sie die Piratenbraut Patty und ihr Vater Stahlbart. Einen Platz auf dessen Schiff verdienen sie sich, indem sie Risen-typisch den Laufburschen spielen und jede Menge clever konzipierter Quests absolvieren. Spielerische Veränderungen weist das Piranha Bytes-Spiel trotz dieser Parallelen auf. Die Kämpfe gegen menschliche Gegner fühlen sich dank vieler Spezialfähigkeiten wie Tritten, Konterparaden und dem Einsatz von Musketen deutlich spannender an als im Vorgänger. Im Duell mit Monstern artet Risen 2 aber immer noch in eine Klickorgie aus. That was a good fight. Now, let's get to the good part. The drinking. Als echter Pirat muss der Held natürlich seine Trinkfestigkeit unter Beweis stellen. Bei diesen Gelegenheiten absolvieren sie ein spaßiges Minispiel, bei dem es gar nicht so einfach ist, mit zunehmendem Promillestand die Rumflaschen zu greifen. Try your luck again. Was good drinking. Now it's time for some shooting. All you have to do is get more shots on target than me. You got 7 shots. Shoot! Andere Nebenbeschäftigungen lockern das Gameplay ebenfalls auf. So versuchen sie sich an einer karibischen Moorhuhn-Variante oder knacken Schlösser per Minispiel. Steal from me, would you? Wer sich an fremden Truhen bereichert, sollte sich aber in Acht nehmen. Wie aus Risen gewohnt, können Computerfiguren Langfinger nicht ausstehen. Durch solche Details wirken die Handlungen der Charaktere nachvollziehbar und die Spielwelt glaubwürdig. Die weitläufige Inselwelt von Risen 2 bietet spektakuläre Panoramen und wunderschöne Sonnenuntergänge. Auch wenn ab und zu eine Textur aufploppt und die Rennanimationen des Helden absurd wirken, grafisch ist Risen 2 ein echter Augenschmaus. Stör mich jetzt nicht. Verdammt nochmal. Ich kümmere mich um die Versorgung der gesamten Kolonie. Und wer hilft mir dabei? Kein Schwein. Ich suche Arbeit. Ich hab genug Arbeit für 2 Leute. Verstehst du was vom Kochen? Tolle Arbeit liefert Piranha Bytes auch bei den Aufträgen ab. Die lassen sich noch öfter als in Risen auch direkt in den unterhaltsamen Dialogen lösen. Verantwortlich dafür sind die neuen sozialen Fähigkeiten Einschüchtern und Silberzunge. Damit überzeugt der Held etwa unsere Begleiterin Patty davon, den Kochlöffel zu schwingen. Klasse. Was ist mit dir? Auf keinen Fall stelle ich mich in die Küche. Gib mir einen kleinen Moment, ich kläre das. Lass uns doch nochmal über die Sache mit der Küche reden. Was gibt es da zu reden? Ich habe eine Idee. Ach ja. Wir brauchen Proviant. Und? Und du bist in der Küche.
bin ich nicht. Ich meine, wenn du in der Küche wärst. Dann? Dann könntest du uns ein paar Rationen abzweigen. Und vielleicht noch ein paar Flaschen Rum. Niemand wird das merken. Das war dein Plan? Ja. Von Anfang an? Ja. Der Plan ist gut. Sag dem Koch Bescheid. Ich bin dabei. Ich habe ein Haar deines Vaters. Gut. Alles andere. Auf der Suche nach dem magischen Speer müssen sie sich entscheiden. Arbeiten sie für die aus Wissen bekannte Inquisition, wodurch sie neben Musketen auch Gewehre mit langem Lauf benutzen dürfen, oder schließen sie sich den Eingeborenen an, die Voodoo praktizieren. Besonders die Voodoo-Magie erweist sich als interessant, denn damit erstellen sie an solchen Altären Voodoo-Puppen. Na also, du lernst es. Gib sie mir. Nun ist es Zeit. Wagen wir es. Bereite dich gut vor und dann sag mir, wann wir in den Kampf ziehen. Das funktioniert zwar nur bei von den Entwicklern festgelegten Quests, ist dann aber ungemein unterhaltsam. Denn damit steuern sie fremde Charaktere fern und führen in deren Gestalt Dialoge. Haben Sie es gesehen? Einmal mit der Puppe gespielt und schon steckt der Held im Körper eines anderen. In diesem Fall erhält er dadurch Zugang zu einem schwer bewachten Tempel, ohne dass ihn die Wachen davor belästigen. What are you doing? Doch auch die restlichen Fähigkeiten sind ungemein nützlich. Wer für viel Gold den entsprechenden Skill lernt und ein Äffchen dressiert, der schickt den Affen anschließend auf Diebstour. Der kleine Kumpan passt durch enge Öffnungen und gelangt in bewachte Bereiche, ohne Misstrauen zu erregen. So schnappen sie Schätze, die sonst außer Reichweite liegen. Die PC Games Leser und wir sind uns einig. Risen 2 wird größer, besser und schöner als sein Vorgänger. Das Piratenszenario ist eine erfrischende Abwechslung im Rollenspielgenre, die Atmosphäre ist brillant, Aufträge und Dialoge sind spannend. Piranha Bytes, das habt ihr gut gemacht. So gefällt mir das. Und jetzt vernichte sie! Aber du gehörst mir.